Fällt dir was auf? Dreh dich mal um. Guck mal zu Björn, wie er hier hinguckt und so tut, als wäre er beschäftigt, damit ich nicht in sein Büro gehe. Ja, ich wollte gerade sagen, wie bist du denn wieder nicht auf der Baustelle, ne? Nee, komisch. Er hat sich wieder nicht gemeldet. Moin Carsten. Ich will dich nicht lange stören. Ich habe den da auf dem Kicker. Nee. Ja, das ist gut. Der tut nämlich immer so, als würde er telefonieren, wenn ich komme. Das ist gut. Dann machen wir das so. Ich melde mich später. Jo, tschüss. Hallo Björn. Wie ich sehe, nichts für die Baustelle vorbereitet. Doch, ich habe schon eine Baustelle vorbereitet. Echt? Ja. Nee, du lügst doch. Aber das war. Guten Morgen, Wilfried. Schön, dass du da bist. Ja, Wilfried ist auch dabei. Ja, gut. Und selber? Ja, du siehst auch wie braun aus. Wie war der Urlaub? War gut? Ja. Ja? War wirklich toll. Ja, das ist schön. Also, ich wollte heute Morgen mit dir los. Ich hatte also beste Voraussetzungen. Du bist ja leider zu spät gekommen. Ach, das ist jetzt die Ausrede. Sonst kontaktierst du mich doch auch wegen jedem Scheiß. Schickst mir samstagabends Bilder, wie du Osborne trinkst, sonntagmorgens, wie du Rasen mähst, Fotos von deinem haarigen Rücken. Und um 11 Uhr, wo ich wieder irgendwo sitze, frühshoppen. So. Sonntags, nach dem Rasenmähen. So. Zwischen dem Rücken enthaaren. Nee, aber ich hätte tatsächlich. Lass uns mal einfach diese Woche noch zwischendurch, wenn Zeit ist, einfach zu. Guck mal, tatsächlich, ich habe eine coole Baustelle. Gleich bin ich um die Ecke. Da machen wir ein bisschen. Wer ist da? Wenn ich das jetzt sage, dann haben die wieder, dann kriegen die wieder die Morde. Nee, das sage ich dir jetzt. Okay. Dann ist das ja dir. Wir fahren diese Woche und ist auch nicht weit weg. Nur, das ist wieder 10 Minuten Fahrt. Ja, oh. Das ist auch mittlerweile hier ein Running Gag, ne? Das, diese blöde. Ja, so kann mich auch keiner sehen, da hast du recht. Wilfried, Premium Spackschrauben. Eine 100er. Boah, jetzt. Ach komm. Den machen wir willig. Ich glaube, da dürfen wir auch filmen, weil die hat da kein Problem mit. Die freut sich sowieso. Ja, dann machen wir so. Machen wir so. Die freut sich. Ja. Wir müssen aber noch hinten jetzt, ne? Im Lager. Wann wollen wir denn? War das Wilfried? Wegen Schrauben müssen wir nach hinten, hin, da hinten im Lager. Das ist doch eigentlich so eine coole Jacke. Das ist so scheiße. Jetzt kriege ich heute Abend wieder einen auf den Deckel. Von jedem Mal, weil heute ich mir nicht auf den Bock. Wie ich reingekommen bin und du auch so geschielt hast. Ne? So schon so scheiße, er ist da. Ich hab echt den ganzen Vormittag gedacht, ich so, jetzt ist 9 Uhr, na, vielleicht eine Stunde spätestens ist er da gewesen. Wenn er dann nicht da war, dann wird er heute. Ja, wir fahren aber diese Woche noch zur Baustelle. Ich habe Brötchen aus dem Fahrhaus mitgebracht. Nein. Ja, klar. Aber richtig geile. Okay. Immer was Vernünftiges. Nicht immer mit Remoulade und so. Richtig gesund? Richtig gesund. Okay, und Ronny auf dem Klo danach? Ja. Die Eier müssen auf. Die Eier mit meinem ganzen Auto stinkt nach Ei. Also ich frage, ob es am Brötchen liegt oder am Beifahrer. Ab einem bestimmten Alter soll die erwischen. Ab einem bestimmten Alter soll man halt nach fauligem Ei riechen. Ja, du siehst auch aus wie so ein behaartes, fauliges Ei. Ja. Ne? Dann hängt zwar alles, aber alles noch nicht faul. Gallo, aber das sind doch mal Brötchen, ne? Was? Ich habe noch gar nicht geguckt, wenn ich ehrlich bin. Warum flackt das denn nochmal Brötchen? Wir haben morgen schon zwei so Platten auf. Ja, aber ja nicht so schöne. Will ich nicht sagen. Weißt du? Ja, weißt du was? Du kommst mit Salz, wenn das Ei schon gegessen ist. Weißt du was? Was soll ich um 11:30 mit Brötchen? Ich habe heute Morgen um 9 Uhr schon Brötchen gefressen. Aber das sind neue Brötchen. Du sollst neue Brötchen mit neuen Frischhaltefolie oben drauf. Die halten Packdinger da. Die kannst du mit so Wix schmeißen. Kannst du ja. Pass auf, was du sagst, Alter. Wieso hast du die gemacht, oder? Ja. Ja, du dann auch 100%. Ich will eben Brötchen haben. Und sonst? Guck mal, das hier. Das sind diese schluffen Brötchen, die Ron immer bestellt. Ne, und wir fahren hier so ein Gesteck auf, du. Was machst du da? So geklebt, ne? Die Dinger. Guck mal, wie das aussieht. Hier, was eine Qualität. Und guck mal, da ist ein lecker Eischke auch drauf, ja, ne? Ein Ei. Was ist jetzt los mit Brötchen essen? Ich weiß gar nicht, was du hier um 11:30 angeschlichen bist. Das stimmt gar nicht. Mit einer fashion Frisur schon wieder. Du sitzt da bestimmt jeden Morgen, redest erstmal eine Stunde bei dir in die Frisur. Ich war auf dem Fußballplatz arbeiten. Ach, dann ist das der Wind gewesen. Das ist der ostfriesische Wind. Ja, ostfriesische Wind. Was ist eigentlich mit Björn los? Wie siehst du mit Björn? Der fährt ja nicht mit mir auf der Baustelle. Gestern Morgen war ich zeitig hier. Du verlässlicher Björn. Du, was soll ich da noch zu sagen? Du, ihr habt das abgemacht. Ich weiß da nichts von, ich möchte auch nichts von. Und dann schreibt ja schon Nico, dass Nico mit mir auf der Baustelle soll.
Ja, das ist ja, weil Björn kann sich ja nicht so gut darstellen. Nico, der kann sich ja verkaufen. Ne? Unser kleiner Das fiese Wiesel dahin. Das fiese Wiesel. Wieselpiesel. Aber ich habe gehört, du musst jetzt auch schon wieder weg. Dich kriegt man auch nicht mehr zu greifen. Weißt du, dass wir noch zwei Wochen arbeiten? Weißt du, was ich noch passieren muss? Ja, aber dich kriegt man ja nicht mehr zu greifen. Du bist nee, ich bin ja auch berufstätig. Wo, warte mal, ich habe eine Frage. Ja, bist du durch Pferdescheiße gelaufen? Ich war auf dem Fußballplatz arbeiten. Das ist doch nicht ganz dicht. Wo warst du? Warte, ich habe eine Frage. Warst du Sonntag Eis essen? Irgendwann warst du Eis essen. Eis essen. Oder Montag? Sonntag? Nee. Doch. Nee. Ich habe ein Foto gekriegt. Da saß du hinten in der Ecke am Eis essen. Und dann meinte er zu mir, ja, ich wollte ihn erst ansprechen. Dann sage ich, oh, lieber nicht, wenn er am Eis essen ist. Kein Foto zeigen mir mal, wo war denn das? Nee, das war so einmal ansehen bei Instagram. Warst du ein Rastede Eis oder Samstag? War nach Bremen gespielt? Nee, ich war Samstag in Olmo. Welche neue Familienpark? Genau, da hast du Eis gegessen. Wir haben einen Frosenjoghurt. Stimmt, Frosenjoghurt. Aber so einen ganz kleinen Becher nur. So ganz so ja, aber natürlich. Weil das ist cool. Da kannst du hingehen, da kannst du den Frosenjoghurt selber zapfen. Ja. Und dann kannst du da alle die Toppings drauf machen. Weißt du, Kinderriegel, Joghurette und die ganzen Scheiße. Wie in Amerika. Wie in Amerika. Ja, dann warst du es doch. Dann warst du es doch. Ja, 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 genau. Er hat dich ja, aber aus. Er hat dich. Aber aus Nettigkeit nicht angesprochen, weil er sagte, man spricht Leute nicht an, wenn die im Essen sind. Weißt du, das wäre nicht mehr aufgefallen, weil die ganzen anderen 100 vor ihm, die haben mich aber angesprochen und genervt. Ja. Wer ist das denn da? David Hasselhoff, der ist egal. Und du wieder Autogrammkarten gezeigt ja, und dann klar. Kam der Frau, der Mann von Bibi. Ja. Da lacht sogar Wilfried. Ach, Wilfried lacht dich sogar aus. Die Aktion, das ist auch nie vergessen. Die Aktion, die kannst du auch, das ist auch das Geilste, was ist. Heimlich im Foto gemacht. Winkel, was ist das für ein Typ? Du musst und du gleich, der, du den wieder kennst. Du musst auch mal so frech wie Björn sein. Hast du mitgekriegt? Nee, warte. Schreibt er mir am Wochenende. Kannst du einen Gutschein regeln für einen Urlaub? Schau uns Land reisen. Hm. Oh, ist das eine Zecke? Ist das eine Zecke? Oh, ist das eklig. Das ist ja schlimmer. Ach nee, so kann man doch gar nicht sein, oder? Aber man gönnt ihm das ja auch. Aber das haben wir ja gar nicht nötig. Du, ich möchte von gar keinem was, wenn die geben, freiwillig aus Herzen, nehme ich das gerne an. Ne? Da saß doch wieder ein Thema. Ansonsten kaufe ich mir die Scheiße selber. Weißt du, da habe ich gar keine Lust. Oder irgendwo der hier zum Betteln und Gutscheine. Hauptsache, ich kriege wieder einen Gutschein, der will doch sowieso nicht weg. Doch. Ja, er will auf Kurs will er Urlaub machen. Ja, er will auf Kurs Urlaub machen, alles kennt er ja auch nicht. Du glaubst doch wohl nicht, hast du das Mettmann angeguckt? Das ist alles frisch. Das ist so grau, das kommt von gestern Abend. Nein, das ist frisch. Hast du in der Sonne liegen gelassen draußen. Ein Tipp vielleicht, das ist unser eigener Laden. Du kannst nicht immer schlecht über den eigenen Laden reden. Das ist doch lecker, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Was ist so das Brötchen? Die sind so schön belegt, mit Liebe gemacht und das Ei, erst warte eben. Hier, miam. Das ist von gestern. Nee, lecker, 100%. Lasse. Wo müssen wir bezahlen dafür? Hier, irgendein Geld. Bestes Weihnachtsmarkt, ne? Nicht Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeier der Firma Johaning. Am 16.12. Ja, ich habe gestern mit den Mitarbeitern gesprochen. Weißt du, wie viele Leute da kommen? Ja, da hat er, haben sie gesagt, ja, Ron will immer so schnell nach Hause. Ja, will er. Und da habe ich gesagt, so, ja Jungs, wir können danach trotzdem einen heben. Die wollen saufen, die Jungs. Wenn du mir, ne? Und jetzt mal fürs Protokoll, Kamera mal im Ausland, kannst du gleich mal schön rausschneiden, ne? Wenn du mir da mit abends um 8 Uhr mit den Leuten sitzt und dann den ganzen Osborne da reinschleust und ich gleich 2000 Euro für Osborne bezahlen kann, dann ist mal los. Warum? Für die 2000 Euro bade ich lieber in Champagner. Da habe ich mehr oder was gut für die Haut. Ja. Ne? So, gibt es Kaffee? Ja, ne? Nee, du musst nur umklopfen, dann bitte. Okay. Die Tasse deines Vertrauens nehmen. Da ist auch eine bei, wo da steht drauf, Wilke, du und ich nix oder irgendwie sowas. Ja, stellst du drunter? Nee, kennst du ja. Weißt du doch, die Dinger? Nee, ja, nur ein Fahrhaus. Ja, auch das gleiche Ding. Die gleiche Maschine beim Fahrhaus? Ja, wir haben nur das Nummer Kleinmodell. Ach, das große muss ich leisten. Ach, das sehe ich jetzt erst. Das ist ja tatsächlich die gleiche Maschine. Die drehen ja beim Fahrhaus gerade. Die drehen ja beim Fahrhaus mittlerweile selbst Videos, ne? Na, da bin ich gespannt. Da werden wir beide gar nicht mehr gebraucht. Wir beide sind nicht mehr interessant genug, glaube ich. Hier sind wir ja auch nicht. Wollen wir ja auch wir nicht sind mehr. Out. Die sind Leute, die Leute, die schreiben ja auch schon die Videos, die werden langweilig. Ja, ist ja gut, wenn sie langweilig werden. Dann schaltet doch ab, dann haben wir den Scheiß hinter uns, ist auch gut. Aber das kann ich ja nicht machen mit dem Ziel, muss er von ihm überleben. Er muss eine Daseinsberechtigung haben hier. Ich bin doch jeden Tag hier und mach meinen Job. Ja, fehlt mir noch was. Ja!
Ich will ja auch. 1A-Faustbrötchen. 1A-Faustbrötchen. Direkt nur wegschmeißen. Ey, mach dich nicht schlecht. Na, Junge. Bei Wilfried ist ja so. Wilfried ist auch die einzige Person, die dich auch anmacht, ne? Darf er ja auch. Wilfried ist der Einzige, der so darf. Er macht ja auch die Mitarbeiter im Pfarrhaus an, wenn die nicht parieren. Ja, hoffentlich nicht. Mit der Peitsche was. Mit der Peitsche also, und dem Fußarsch. So schlimm ist er noch nicht, aber. Ne? Du trittst den aber manchmal Moos, ne? Aber so kriegen die mal einen Tipp. Ja, okay. Musst du machen. Immer Zuckerbrot und Peitsche. Anders geht das nicht. Aber mit Peitsche als Brot, ne? Darf ich aber nicht. Du, wer ist denn überhaupt? Wer ist denn bei der Weihnachtsfeier dabei? Lass mich raten. Jan Roskamp. Ja, klar. Henrik Speckmann. Klar. Wolfgang. Klar. Ja, muss Kamera ja mit. Naja, musst du. Phänomen, wieder. Aber Jan Roskamp siehst du nie. Aber wenn du auf einmal eine Weihnachtsfeier machst, wo was umsonst ist. Da ist immer ganz klar. Wolfgang, Jan Roskamp. Da sind sie alle. Da sind sie die Ersten, die da hinten schweben. Das ist auch alles. Da ist auch kein Weg zu weit, kein Berg zu hoch, kein Tal zu tief. Das ist alles egal. Lass dich sogar einfliegen. Alles egal. Und überleg mal, wie. Aber wo einfliegen? Jetzt wird richtig geil noch. Eine ganz geile Sache. Ja? Weißt du hast ja, Flugverbot bei Lufthansa. Das schon lange. Du weißt ja, dass wir ja bei unserer neuen Firma kriegen wir ja auch ein. Ein Riesenplatz, da steht ein großes H drauf, ne? Ja. Weil du weißt ja, ich bin ja dabei mit Hubschrauber und so weiter. Ne? Und zur Einweihung kommt sogar einer, der uns da einfliegt. Mit dem Heli. Echt? Mit einem richtig geilen Ding. Naja. Ja, dann haben wir es. Dann wäre was Geiles. Dann machen wir noch eben rein und zack und bumsi und dann fliegen wir mit. Wie wär's denn mit Fallschirm? Aber nur wenn Sarah Connor mitspringen. Alle der Sprung. Scheiße, falsch. Ja, so rum, dann so rum. Und du wunderst dich, warum Sarah Connor nicht kommt. Ja, ja, ja. Jetzt schon Angst. Kennst du Sarah Connor? Mhm. Und? Ja. Mich hat auch letztens einer gefragt, du Wilke, kann man den Ron eine Freude machen und Tickets für Sarah Connor schicken? Ich sage, ja, das kannst du gerne machen. Ob er es jetzt macht, weiß ich nicht. Ja. Aber Tickets, das war... Tickets? Ganz oben bei den Täubchen, bei den Tauben, das ist ja irgendwo unter dem Dach, muss eine Lupe und ein Fernglas mit, damit ich überhaupt sehen kann. Und ich scheiße dann verzichten. Wenn VIP Backstage mit Übernachtung. Plus Tandemsprung. Plus Tandemsprung. Da kommt Björn ja. Ja, kommt der gleich wieder an. Das ist geil. Er kann uns hier nicht stehen sehen allein. Nee, er muss immer gleich mit. Oh. Björn, ich hab das geregelt, ne? Ich würde das lassen. Björn. Mittag, die Björn, ich habe es geregelt. Was? Ron ist damit einverstanden, dass wir länger beim Pfarrhaus sitzen. Ach, dann nur er im Pfarrhaus. Aber im Spielen wäre es egal. Nein, wir können ja ruhig länger sitzen. Ihr vertragt ja alle eh nichts. Wenn du wirklich anfängst und saufen, das schaffen wir. Mein Abbruch. Das Bewusstsein. Ja, ich vertrage gar nichts, wirklich. Zwei Mischungen ist bei mir Feierabend. Drei Stück, wirklich. Das ist mein Zeuge. Wilfried? Gehe ich lange feiern? Ron sagt immer, ich gehe lange feiern. Ich bin der Erste, der zu Hause ist. Das ist jetzt wahr. Ja, morgen um 5, wenn die anderen bis 9 bleiben. Nee, sag mal die Wahrheit. Nee, ist so. Wirklich. Ich kann das gar nicht mehr. Ich kann das gar nicht mehr. Du musst jede Woche ansaufen oder Party machen. Nein. Bin ich nachts um 1 Uhr. Hol mich ab aus Istanbul. Ja. Scheiß Thailand. Thailand. Ich weiß nicht raus, genau. Es gibt ca. 1 Milliarde Menschen in Thailand. Ja. Und dann kommt ganz zuletzt kommt man nicht in Mike Tyson. Ja. Und dann in Bangkok. Das ist aber auch der geilste Film. Die Szene, wo... Alle drei sind geile Teile. Teil 1, wo die aufwachen. Ja. Ja. Und der Zahnarzt hochkommt und der Zahn fehlt. Das ist die beste Szene. Und vor allem, es ist ja so, wenn du so eine Nacht erlebt hast. Du stehst ja auf und denkst, oh, Alter. Aber die haben ja alles, einer mit der geilsten Film. Aber da können wir nicht mitreden. Björn kann da mitreden. Fliegt Björn, ja, Björn, ja, Björn ist ein Hottentotten, sind die Hottentotten. Es war der 2015, nee, 2016 war es. Ich war morgens um 6 Uhr und 15, bringe eine gute Freundin zum Bahnhof und hatte so die Fenster runter, weil ich habe noch mal so zum Abschied gebunken und so weiter. Und dann auf einmal, Köter, Klimper, Klimper. Ich sage, ach Gott, die ganzen besoffenen Horden wieder unterwegs sind morgens. Ne? Da könnt ihr die Flaschen, die rollen über die Straße weg, ich fahre da noch drüber. Ne? Und dann höre ich eine Stimme reden. Also die Stimme kennst du doch. Dann drehe ich mich um, mich ahne nichts Böses. Björn. Ja.
wie er da reagiert hat. Ich kann nicht weg. Oh, hat er noch getreten, du. Boah, war lecker. Ja, das kann ich mir vorstellen, das war auch nur der erste. Da kam gerade Hubertus in die Mode, da ist man noch mit Kräuter angefangen morgens um 6.15 Uhr. Das ist auch gesund morgens. Den schlimmsten Kater, den ich jemals hatte, war vor anderthalb Jahren, da haben wir Waldmeister Punsch getrunken und dann den ganzen Abend. Ich bin morgens aufgestanden, Alter. Ich dachte, ich wurde enthauptet, wirklich. Björni? Nee, wie ich davon trinke, was klar ist? Wie geht der Spruch noch? Wildwildwasser. Trinke, was klar ist? Esse was? Vögel, was da ist? Nee, was? Und zack, Video. Nee, und dann war eine andere noch. Wie? Du weißt, das ist mir doch sowas von scheißegal. Ich habe gestern wieder Comedy-Serie gesehen. Die sagen da auch alles. Die sagen sogar das, was er immer sagt, das darf ich nicht sagen, das schneide ich jetzt raus. Ja, das ist ja aber auch. Warum dürfen wir alle nicht nehmen, oder was? Wer kommt denn da schon wieder? Furcht. Ich habe dann eingeschrieben. Weißt du, da hat DLS gerade schon dreimal hier, war DPD war schon zweimal hier, dann bin ich heute wieder verkehrt. Wer wollte ich Weihnachtsgeschenke? Wusstest du, dass mein alter Mad Max Mitbegründer von GLS ist? Weißt du, weil dein Alter, ne, wo der seine Finger in welchen Rektums der ganzen Welt auch schon hatte. Ne? Aber du lernst. Ja, das kann doch alles nicht wahr sein. Das gibt es doch alles gar nicht. Warum nicht? Warum will er mich nicht adoptieren? Euch alle rausschmeißen? Und das wo schreiben. Du schon bei Rektum bist. Wilfried hat gerade auch sehr abfällig über sein eigenes Skrotum gesprochen. Er sagte, hängt lang, aber hängt noch. Er kommt mit dem Alter, das ist aber normal. Er macht ja nichts. Alt Rinderklöten, wer ist das noch? Muss ich eigentlich mal was regeln da, oder ist alles los an Leuten? Aber ich gehe nochmal kurz hin. So, was ist die Trumpf?